So. Und von hier gehen wir. Oh Gott, wir brauchen viel mehr Rohre. Und von hier gehen wir raus. Wieder hier rein quasi. Dann machen wir hier das mal weg. Eieiei, wir brauchen viel, viel, viel mehr Rohre. Habe ich schon gesagt, dass wir viel mehr Rohre brauchen? Wie hoch der springen kann hier drin. Ich weiß nicht wieso, aber auf den Teilen hier springt er unglaublich hoch. Hier springen wir nicht so hoch. So. Ich frage mich, was hier so viel Energie zieht. Wahrscheinlich wirklich unser Fabrikator oben. Und dann wird das hier ein gebogenes Rohr. Gut, das ist ja schon mal in Ordnung. Das können wir schon mal so lassen. Und vielleicht gehen wir dann irgendwo in der Mitte hier entlang dann. Gehen wir hier durch und dann hier hoch Richtung Geländer. Das ist richtig, aber du kannst ja die Stückzahl reduzieren beim Sortierer. Ja, aber dann, aber wenn ich dann die Stückzahl reduziere, dann schmeißt er mir ja lauter kleine Packungen wieder raus. Du brauchst noch ein Rohr am Tank, wo du das Gas wieder entnehmen kannst. Richtig. Um das wollte ich mich jetzt noch nicht kümmern. Ich wollte jetzt erstmal die Anlage hier, die ich hier aufgebaut habe, erstmal eins zu eins so umsetzen, dass wir hier alle Stoffe quasi rausfiltern. Um die Entnahme habe ich mich jetzt noch gar nicht gekümmert momentan. Da bin ich dann ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen überfragt, wie ich die überhaupt hier rausbekommen soll. Wahrscheinlich müssen wir dann hier noch ein Abzweigventil machen und vielleicht hier hochgehen bei jedem. Aber das machen wir dann, sobald die Anlage erstmal steht und die ersten Gase reinkommen. Ich will es erstmal eins zu eins hier umsetzen, bevor wir hier weitermachen. Gut, das sieht ja schon mal schön aus. Ist besser als einzeln, sagt der Hummer. Ja, okay. Das ist schon richtig. Wieso kann ich denn dich nicht nehmen? Ach so. Das ist schon richtig, aber ja. Es ist halt eher so eine Notlösung dann, ne? Das ist jetzt hier ein Sauerstofffilter. Rein damit. Wir müssen ja auch noch Strom anschließen. Wo war denn hier der Stromanschluss? Hier ist er. Da müssen wir dann hier entlang gehen und hier rüber gehen. Machen wir ganz zum Schluss. Wird schon schief gehen. Kann natürlich auch sein, dass ich hier jetzt alles so plane und zum Schluss muss ich alles wieder um ein Feld versetzen. Und ich sehe gerade, es ist schweinewarm hier drin. 121 Grad hat es hier drin. Hier sind wir doch schon bei 0, oder? Warum? Also manchmal ist es hier echt komisch warm. Ich weiß nicht wieso. Entweder ist draußen jetzt die Sonne, die scheint. Nö. Aber das ist schon seltsam. Hier oben auch 121 Grad. Überall 121 Grad. Vielleicht ist das auch ein Bug, aber manchmal wechselt es dann auf einmal wieder auf 0 direkt. Ne? Auf einmal sind es dann wieder 0. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber nun gut. Okay. Rohre. Was machen unsere Rohre? Kann man den Helm nicht irgendwann absetzen? Ja, das kommt ganz zum Schluss, Sascha. Soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Weil wir dafür erst hier drinnen dann Druckausgleich haben müssen. Und soweit sind wir halt noch nicht. Habe ich schon gesagt, dass wir noch nicht so weit sind? Ich glaube schon. Da hat sich noch eins versteckt. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir müssen ja hier kein Ventil anbauen. Wenn wir ein Ventil brauchen, das können wir dann. Oh, das ist ja richtig gut. Das Ventil hier vorne, das hier. Das quasi regelt, ob überhaupt was durchgeht zu der Filtrieranlage. Das machen wir ja dann hier oben. Entweder hier oben oder hier oben. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Ich glaube fast, dass wir die
Anlage hier bauen sollten, damit wir einfach Platz haben für die ganzen Instrumente. Ich würde ja gern auch noch einen Gasdruckmesser und so weiter anbringen. Und ursprünglich war es ja gedacht, dass wir die ganzen Rohre hier hochkommen lassen, beziehungsweise hier hinten hochkommen lassen und dort dann quasi hier die Eingabe für den Schmelzofen und die Handventile und so weiter anbringen. Aber ich glaube, das wird hier dann einfach zu dicht. Und hier haben wir ja schön groß Platz. Da können wir auch gut alles organisieren. Theoretisch. Wer weiß das schon. Gut, dann holen wir uns mal die zweite Anlage. Und bauen die jetzt hier daneben. Keine Klimaanlage. Will er mich immer wieder hier verscheißern. Ich hoffe mal. Was kann vom Bett aus den Stream sehen und mit dem Handy chatten, wenn das nicht Next Level ist, bei dir zu Hause. Das ist ja bequem. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht noch irgendwelche Rohre dann verlegen, weil wir ja auch hier mit den Kabeln dann durch müssen. Und da ist die Power schon wieder down, weil ich ständig mit dem Licht rumlaufe. Jetzt habe ich so viel Lichter hier eingebaut bei mir in der Basis und trotzdem laufe ich ständig mit Licht rum. Habe ich die nicht eingesetzt? Wieso habe ich denn jetzt zwei Batterien? Ich habe noch mal eine rausgenommen. Na gut. Dann... Oh, können wir hier überhaupt Rohre legen? Ja. Habe ich wieder zu weit hingebaut. Da bin ich gespannt, ja, ob das so klappt. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man hier auf diesen Ebenen nicht ständig immer in die Furchen reinläuft. Ne? Das ist so hackelig, dass man sich hier drüber bewegt. Da könnte man doch auch bestimmt programmieren, dass man einfach normal drüber laufen kann. Wäre auch schön. Jetzt nörgelt er schon wieder. Warum spielst du denn überhaupt noch? Dann müssen wir hier rausgehen. Das ist auch komisch. Ich sag schon nichts mehr. Das ist auch komisch, dass man hier nur ein gerades Rohr anbauen kann und kein schiefes. Wunderbar. Oh, das wird super. Ne, Moment. Hier müssen wir ja verbinden. Das ist so nicht richtig. Da müssen wir eine T-Kreuzung basteln. Was? Typisch deutsch? Meinst du das mit dem Nörgeln? Das kann schon sein. Das kann sein. Gut, vielleicht sollten wir es erstmal mit den zwei machen, dass wir uns erstmal jetzt widmen, dem Ofen widmen und den Handregler, bevor wir hier die anderen auch noch bauen, damit wir überhaupt mal sehen, ob das so funktioniert. Okay, dann setzen wir dich mal hier ein, Stickstoff. Wir müssen auch Strom verlegen. Da bauen wir jetzt einfach die Kabel hier ab. Also den Ofen würde ich gerne hier unten lassen, aber ihn natürlich jetzt so ausstatten. Wo geht denn hier das? Ah, okay, das geht hier hoch und hier an der Wand entlang. Aber ihn natürlich so aus... Wieso ist denn jetzt hier das Licht weg gewesen, obwohl ich das hier weggemacht habe? Eigentlich müsste jetzt, wenn ich das hier wegmache, das Licht ausgehen.
Ne, müsste auch nicht. Das ist ja separat nochmal. Diese Stromverbindung hier, die brauchen wir gar nicht mehr momentan. Weg damit. Sehr schön, dann haben wir wieder genügend Kabel. Erstmal. Über was habe ich gerade geschimpft? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So, dann machen wir hier vorne die Platte weg. Ach ja, da freue ich mich schon. Ach ja, ich wollte den Ofen, den will ich auf alle Fälle hier unten hinstellen. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, unten und oben mit so Verbindungsstücken bestücken, damit wir oben die Sachen reinschmeißen und dass die oben dann auch wieder rauskommen. So, hier haben wir eine T-Kreuzung. Hier brauchen wir keine T-Kreuzung mehr. Das Kabel müsste... Ah, das ist Drei-Wege-Kreuzung. Wieso ist das da oben Drei-Wege-Kreuzung? Kommt das von oben, das Kabel? Das hier brauchen wir auf alle Fälle nicht. Dafür können wir jetzt ein gerades Kabel reinlegen. Dann müsste da vorne auch wieder alles passen. Okay, dann müssen wir jetzt Strom legen. Am einfachsten wäre es, wenn wir das hier nehmen. Mal hier aufmachen. Das kommt von unten, weil hier am Rand ja das Stromkabel entlang läuft. Dann könnte man hier rüber gehen, beziehungsweise wir müssen eins hier vor rüber gehen, hier ungefähr, und dann immer schön abzweigen zur jeweiligen Filteranlage. Aber erst müssen wir schauen, wo wir den Ofen hinstellen. Der ist nämlich gar nicht mal so klein. Oh, das Teil hier, nee, das Teil hier, das kommt ja oben hin. Ah, hier ist blöd. Ich denke mal, ich kann den hier nicht reinstellen, ohne dass wir Platzprobleme bekommen. Wir müssen bei den Rohren müssen wir oben rausgehen und müssen, oh, das ist ja gar nicht mal schlecht, und könnten gleich hier reingehen. In dieses Rohrsystem. Nee, können wir nicht. Wir müssen erst nach oben gehen, weil wir oben das Handventil machen und dann wieder runtergehen und dann hier reingehen. Ah, okay. Die Anzeige ist jetzt vorne. Hier wäre die Anzeige jetzt vorne. Hier wär, so wäre es eigentlich am schönsten, weil man dann, wenn man runterkommt, auch gleich die Anzeige sieht. Aber jetzt sind natürlich die Rohre hinten. Oh, das wird sehr eng hier alles. Das wird sehr eng. Und wir müssen dann oben und unten mit den Einlässen, mit den Schächten, müssen wir dann, denke ich mal, rechts rüber gehen, durch die Wand, durch, oben nach oben und dann wieder zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es macht halt nicht Sinn, dass wir den Ofen irgendwo anders hinstellen. Sonst steht er wieder mitten im Raum. Das ist auch nicht schön. Also hier wäre es richtig gut. Ich probiere es mal, ob wir den hier irgendwo reinbekommen. Vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt ist er ziemlich weit nach vorne. Jetzt könnte man mit den Rohren, könnte man nach oben, auf der anderen Seite wieder runter und dann hierher. Hier rein. Strom brauchen wir ja hier nicht. Das untere Rohr bleibt erstmal frei, das ist auch okay. Und die Schächte, da gehen wir hier rein und hier in die Wand rein und dann nach oben. Und dann haben wir oben Einwurf und Auswurf und dann klappt das. Das ist ja wunderbar. Okay, nun gut. Das Licht ist etwas blöd, wenn ich hier mein Licht ausmache, sieht man gar nichts. Aber ich will es nicht weiter zurücksetzen.
Egal, das sind jetzt erstmal Nebensächlichkeiten. Wir müssen hier nämlich dann alles jetzt komplett aufmachen, die Seite. Und ich muss mich da dann durchbohren, damit ich nach oben komme. Sehe ich hier nach draußen? Na gut, dann, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Schächte. Ich denke mal, die sind am schwierigsten. Beziehungsweise wir machen erstmal auf an der Seite. Und machen das ganze Gerüstzeug weg. Aber das wird gut. Bisher sehe ich noch keinen Fehler in meinem Plan. Noch was mit der Flex einmal. Ich hoffe, hier kommt nichts, dass ich hier nichts drunter noch gebaut habe, weil hier oben, doch hier oben sehen wir schon die Bodenröste. Gott, Gott, ich hoffe, wir kommen hier nicht zu hoch raus. Nicht, dass man das von oben dann sieht, das würde ja gar nicht gehen. Wir holen uns mal unseren kleinen Bohrer. So. Wir können ja trotzdem den Werkzeuggürtel mit runternehmen. Ich hoffe, ich finde nachher wieder alles. Und bevor wir anfangen zu bohren, speichere ich mal. Schon etwas her seit dem letzten Mal. Ja. Und dann gehen wir mal hier nach rechts durch, Mensch. Hier haben wir dann die Wand. Hier oben wollen wir raus, ne? Hier oben wollen wir raus. Hier können wir ja schön ein Loch machen, damit wir auch viel Platz haben zum Manövrieren. Da brauchen wir uns um nichts kümmern. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir hier oben, dass wir hier oben nichts frei machen. Sonst müssen wir da wieder Bodenroste legen, sonst fallen wir durch. Aber hier unten können wir ganz beliebig alles wegmachen. So, also wir müssen hier hoch. Dieses Gitter hier bräuchten wir momentan nicht. Das Gitter hier oben bräuchte man momentan nicht. Das hier drüben bräuchten wir auch nicht. Aber das stört jetzt auch nicht. Das können wir auch lassen erstmal. Ich hoffe, wir kommen damit zwei Schächten hoch. Ich hoffe, das klappt. Dass es nicht zu eng wird. Gut. Aber theoretisch müsste es schon mal gehen. Wir können hier auch das Zeug mal wegmachen. Das geht ganz nach oben, ist für das Licht dieses Kabel. Ne, und dann gehen wir quasi hier raus und legen dort gerade rüber eine Stromverbindung. Sascha glaubt, er kauft sich das Spiel auch. Ja, wieso nicht? Wenn du mit der Steuerung zurechtkommst, dann ist es wirklich, wirklich schön. Es gibt noch viel zu optimieren. Man hört es ja von mir immer, was ich alles zu bemängeln habe. Aber es macht echt so viel Bock, das aktuell, dass man hier einfach sowas wie bei Minecraft was Eigenes schafft. Achso, das sind unsere Tanks, okay. Gut, jetzt brauchen wir natürlich hier vorne die Schächte. Die reichen nicht.
Schachtkurve. Verglaste Schächte brauchen wir ja auch nicht. Sechs Schächte laufen, reichen auf alle Fälle gar nicht. Dann müssen wir das irgendwie abbauen. Manueller Schachteinwurf, der kommt oben hin. Das Problem beim letzten Mal war, dass das mit dem Schachteinwurf zwar klappt, aber mir wurde dann unten nichts ausgeschmissen, als ich Schächte dran hatte. Also entweder brauche ich da einen Schachtauswurf oder sowas. Das müssen wir jetzt rausfinden. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt den Schachteinwurf fallen gelassen? Oh, wo ist denn der jetzt hingekommen? Oder ist das... Ach, Moment. Kann man hier Schacht, Schachtkurve, Schachtkombinierer? Ah, manueller Schachteinwurf. Ah, okay, das ist ein normaler Schacht. Ich dachte, das wäre ein extra Gerät. Ne, dass wir den hier herstellen und vielleicht rechts daneben gleich den Auswurf, beziehungsweise so hier herstellen und links den Auswurf. Probier's mal. Das war natürlich super blöd, weil, wie soll ich denn jetzt hier, da komme ich ja gar nicht mit einem Schacht hin. Schachtauswurf, Schachteinwurf. Moment, brauche ich das gar nicht hier? Der Schachteinwurf sieht ein bisschen anders aus wie der manuelle Schachteinwurf. Ich probiere mal den Schachteinwurf. Vielleicht, der wäre noch kompakter sogar. Kann aber sein, dass der manuelle Schachteinwurf nur... Oh, wo ist denn jetzt mein Bohrer? Meine Bohrmaschine. Dass der manuelle Schachteinwurf hier zum manuell Schachteinwerfen ist und der andere für automatischen Schachteinwurf. Das müssen wir mal ausprobieren. Schachteinwurf. Wenn ich das jetzt so hierher setze und hier zumache, dann sehe ich das nicht mehr, wenn ich das richtig deute. Das heißt, wir müssen das noch mal ein bisschen rausziehen. Und müssen hier unten dann nach hinten gehen. Schachtkurve. Dass wir quasi so reingehen. So. Und dann da vorne, jetzt müssen wir nochmal drehen, nach unten. Gott, Gott, da komme ich jetzt nicht hin. Muss ich wahrscheinlich runterfallen. So. Genau. Also hier kommen wir so runter. Und dann müssen wir hier mit dem Schachteinwurf gleich hier oben entlang. Okay, das wird knapp. Mal schauen. Das geht. Oben rein, geradeaus durch. Okay, das könnte funktionieren. Ist denn jetzt, schaut der oben drüber? Ah, jetzt schaut der oben raus. Nein! Jetzt schaut er oben raus. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir den Ofen ein bisschen nach unten setzen. Das ist nicht schön. Geht über Ostern zu meinen Eltern, da kann ich nichts mit Story brauchen, weil man immer abgelenkt ist. Da ist sowas doch sicher nett. Aber du solltest doch mit deinen Eltern dann kommunizieren. Wenn du an Ostern schon zu deinen Eltern fährst. Ne? Dann sollst du ja nicht Computer spielen bei denen. So, jetzt wenn wir aber zu tief gehen. Ah, das ist genau wieder das Problem mit dem Grid hier. So war es vorhin, oder? Ne, Moment. So. Doch, so war es vorhin. So. Und wir müssen eins runter. Und müssen jetzt hier irgendwie entlang, hier unten entlang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann funktioniert, hier unten raus. Dass der dann trotzdem die Sachen hier durchbekommt. Ich weiß nicht, ob da blockiert wird dann. Ah, ja, ja, ja. Das ist ärgerlich, das ist sehr ärgerlich.